bitte um Verzeihung. Ich schlafe zu wenig, das ist es. Einen starken Kaffee brauchen Sie. Nein, das hilft nicht. Ich muss weitermachen. Ich muss am zweiten Satz weiterarbeiten. Eine Pause? Oder soll ich für Sie dirigieren, Herr Musikdirektor? Wollen Sie nach Hause gehen, Herr Schumann? Ja, das wäre gewiss das Beste. Meine Herren, für heute brechen wir ab. Morgen geht es weiter. Robert, Liebster. Ich muss am zweiten Satz weiterarbeiten. Was war denn? Er hat abgebrochen. Mein Eindruck ist, er kommt mit dem Orchester nicht zurecht. Ach, das müssen Sie mir erklären. Er spricht zu leise und er hat plötzliche Abwesenheiten. Man hat den Eindruck, er hat Angst vor dem Orchester. Er ist es nicht gewöhnt. Sonst sitzt er immer echt da oben am Klavier. Morgen wird sicher alles gut gehen. Zur Not springe ich ein. Sehr gnädige Frau. Mhm. Das wäre eine große Ehre. Aber das wird das Orchester nicht akzeptieren. Und weshalb nicht? Unser Dirigent heißt Robert und nicht Clara Schumann. Er sieht mir zu, wie ich es mache, und dann findet er sich in die Rolle. Frauen haben im Orchester nichts zu suchen. Das schafft eine falsche Stimmung. Aber ich bitte Sie, ich sitze bei jedem meiner Auftritte mitten zwischen den Musikern und es hat nie eine falsche Stimmung gegeben. Bis morgen also. Ja. Was macht ihr denn hier? Die sind ja tot. Gestern haben sie noch gelebt. Ja, lebendig kannst du sie ja nicht essen. Aber die sehen einen so an. Tot. Henriette, wir brauchen noch eine Pastete. Ich mag den nicht essen. Deswegen musst du jetzt heulen. Die haben noch Flügel, ne? Kinder, nun stellt euch nicht so an, das ist ja grässlich. Wie stellst du dir das mit dem Orchester vor? Es ist heute nicht so gut gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist für dich. Es sind eben immerhin 40 Leute und sie sind Orchestermusiker. Sie haben alles Mögliche im Kopf, nur nicht die Musik, die vor ihnen auf den Pulten liegt. Ich weiß, ich kenne sie. Aber ja, Clara, du kennst sie, nicht wahr? Ja, weil ich oft genug mit ihnen aufgetreten bin. Du musst respektvoll mit ihnen umgehen. Schließlich werden die meisten von ihnen nicht bezahlt. Sie können einfach aufstehen und gehen, wenn sie keine Lust mehr haben. Shh, ich weiß. Wenn du so leise mit ihnen sprichst wie jetzt mit mir, werden sie dich nicht verstehen. Hör auf! Meine liebe Lehrerin. Wir hängen mit unserer ganzen Familie von deinem Einkommen ab. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Und du meinst, das tue ich? Vor dem Orchester musst du klar und entschieden auftreten. Ja. Aber das ist gut, das ist wunderbar. Eben habe ich noch gedacht, es ist misslungen. Da verändere ich nichts. Im Gegenteil, das bleibt so für die Ewigkeit. Ich muss weiterarbeiten. Und immer weiter. Wo bleibt Schumann? Er ist unser Dirigent. Er komponiert. Zu Hause. Oder ruht sich aus. Wer weiß. Meine Herren, ich bitte Sie. Begrüßen Sie Clara Schumann. Mein Mann ist zu Hause geblieben, weil er Ihnen so bald wie möglich den zweiten Satz der Rheinischen mitbringen will. Wann ist das? Wir müssen das Musikfest vorbereiten. Wir wissen nicht einmal, was er da spielen soll. Wir haben den ersten Satz angefangen. Gut, dann arbeiten wir jetzt weiter daran. Meine Herren, es ist mir klar, dass Sie eine Frau als Dirigentin nicht gewöhnt sind. Ich bin Sie und Ihre Gewohnheiten auch nicht gewöhnt, aber wenn dieses Musikfest ein Erfolg werden soll, dann müssen Sie jetzt bitte mit mir zusammenarbeiten. Versuchen wir es. Danke. Also, die gleiche Stelle. Musik.
im Takt 161, falscher Ton, und die Flöten bitte später einsetzen, ja? Gleich noch einmal, bitte. Was ist denn? Bei allem Respekt, gnädige Frau. Es kann aber kein Dauerzustand werden, dass wir uns einer Frau unterwerfen. Das hat es ja noch nie gegeben und gibt es nirgendwo. Sollen wir uns etwa so der Öffentlichkeit präsentieren? Da wird Düsseldorf ja zum allgemeinen Gespött. Gute Musik kann nicht zum Gespött werden. Und vor allem nicht hier in Düsseldorf, wo die Menschen einen solchen Sinn für das Ungewöhnliche und Neue haben, nicht wahr? Lass uns doch weitermachen. Mann oder Frau. Danke. Meine Herren, gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Takt 91, bitte. Hey du, was machst du hier? Ich will was abgeben bei Schumanns. Mama ist nicht da und Papa komponiert. Wir dürfen niemanden ausmachen, wenn Papa krank ist, das hat Mama gesagt. Bitte gebt das doch eurem Papa oder eurer Mama. Mein Name steht oben drauf. Johannes. Der ist was Besonderes. Der kann auf den Händen laufen. Dieser Hans, Hans. Wieder nichts gegessen. Sieh doch keine Austern. Trink immer nur. Papa? Ja? Papa, wir haben was für dich. Wartet, Kinder, seid ihr noch da? Schnell, lauft und bringt ihn her. Wenn ihr ihn nicht mehr seht, dann fragt, wo er hingegangen ist. Elise, Ludwig, wartet doch, ich komme ja auch mit. Papa? Wir haben ihn nicht gefunden. Alle gehen auf Füßen. Keiner auf Händen. Ach, ich wollte, ich könnte auch auf Händen laufen. Für Klavier von wem? Das ist von diesem hochfahrenden Jüngling
aus Hamburg. Frau Clara Schumann verehrend zugeeignet. Johannes Brahms. Das ist doch der mit diesem schnulzigen Walzer aus der Kaschemme. Das fulminante Talent. Du warst völlig hingerissen von ihm. Er hat etwas von einer streunenden Katze, die ein Tiger werden könnte. Und sein Walzer hat mir das Herz berührt. Musiker? Willkommen. Wenn Sie wollen, lasse ich mich fallen. Ich meine, wie Werther, der sich das Leben nimmt für die Unerreichbare. Oh, wie poetisch. Aber unsere Henriette will kein Blut im Haus fluten. Also kehrt sie zur Erde zurück. Lasst mich lieber fliegen. Ist diese Musik von Ihnen? Ja. Dann kommen Sie herunter und spielen Sie für uns. Oh, Hans Rams! Das habe ich auf den Schiffen gelernt. Im Hafen von Hamburg.